Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War Let's Play Folge Nummer 7. Wir sind jetzt in Elfheim und ja, jetzt müssen wir nur noch das Boot besorgen und meine Axt. Die habe ich ins Wasser geworfen. Ich dachte, ich treffe vielleicht was. Boah. Sindri hatten wir auch getroffen. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Der Junge hört uns. Na gut. Er hört uns. Ah, und wieder gut von dieser Welt erzählt. Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Was ist das denn? Yggdrasils Abklingzeit-Tau. Ein Trank aus dem Tau des Weltmonds bewirkt dauerhaft Vorteile, Abklingzeit dauerhaft um 2 erhöht. Cool. Ha? Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Okay. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Okay. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Das waren wir nicht, glaube ich. Du hoffe ich zumindest. Hast das nicht gehört? Nein. Wir waren noch diesmal ganz ruhig. Es war böse. Okay, das waren wir nicht. Sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf. Also gehen sie uns nichts an. Aber sie gehen uns nichts an. Also gut so, ich habe keinen Bock auf Nebenquests. Okay, hier können wir einmal kurz anlegen. In Alfheim kennt man auch Sancha. Okay, dann schreib mal. Was wird gefragt? Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Ruhen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Zum Boot. Okay, Boot sagt, wir müssen dort lang. An den 2 Samurai-Schwertern vorbei. Was war das denn? Ist da irgendwas im Wasser? Traurig der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht die blaue Tür. Das muss der Eingang sein. Gehen wir. Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Die Brücke ist drin. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Kannst du nicht machen hier. Sausack. Die sind ganz schön gemein.
jetzt nicht mehr. Ja. Stirb doch endlich. So. Ich habe hier den Rat gesehen. Oh, okay. Doch keine Schwerter. Gut, also das hat etwas bewirkt. Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Noch mehr von diesen Viechern. Aber man sollte sich wahrscheinlich nicht die Brücke angucken. Oh. Ja, bleib unten. Ja, ich will ein bisschen mehr auf Nahkampf gehen. Aber bei den Viechern ist es echt schwer. Bleib doch mal stehen. Meine Güte. Wir gehören hier nicht hin. Boah. Dann machen wir demnächst mit den Migranten aus und so weiter. Greifen einfach alles an, was wir sehen, weil gehört nicht hier hin. Kleiner Spaß, nein. Moment, so miteinander kombiniert sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Okay. Komm, zurück zur Sandschale. Boah, dann gehen wir halt wieder zurück. Paddeln, paddeln, paddeln. Ich mag es so zu paddeln. Traurig der Streit zwischen den Algen. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Ja. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Du okay. Hast in Kriegen gekämpft. Nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder Gewinn. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Ja, muss der Gott des Krieges ja wissen. Vater, die Sonne und der Ring formen eine Albenrune. Ja, dann schreib sie mal auf. Zeichne sie. Junge. Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Okay. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lügen. Ich glaube, der Junge mag uns nicht. Was passiert? Oh. Sieh mal, was wir gefunden haben. Ich bin Moses. Vater? Ja. Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Was? Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Okay. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Scheint wohl der Anführer zu sein. Das kann nicht gut sein. Au. Jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Ihr geht mir sowas von auf den Senkel. Lässt du wohl meinen Sohn in Ruhe?
Schön, dass sie sich gegenseitig angreifen. Stirb. Mitten in die Fresse. Hoffe ich mal. Meine Güte. Gehen die mir momentan auf den Sack. Halte dich von den Käfigen fern. Warum sind sie eingesperrt? Okay. Was bringt das? Mach dich bereit. Was? So, den hätten wir. Hoffentlich war es das wert. Was haben wir hier? Aber irgendwie kriegen wir den noch nicht auf. Okay, von hier aus kommen wir da nicht ran. Okay. Hä? Irgendwie müssen wir doch da rankommen. Naja, ist ja auch egal. Kommen wir da eben noch nicht ran. Oder kann man hier mit dem Feuer irgendwie was machen? Nee. Muss man irgendwie so eine Bombe oder sowas reinpflanzen? Nee, das funktioniert auch nicht so dadurch. Was ist das denn? Vater, das sieht interessant aus. Ja, lassen Sie mal weiter. Und da kamen wir, glaube ich. Hier ist irgendwie so ein Spiegel. Der ist kaputt. Können wir weitergehen? Ja. Das können wir, mein Sohn, das können wir. Was haben wir hier? Hier haben wir so eine Truhe. Hier ist ein fetter Abgrund. Da ist eine Truhe. Kommen wir da rauf? Nein, natürlich kommen wir da nicht rauf, aber wir haben hier das Rad. Okay, nach oben geht nicht. Oh.
uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Wenn das schon so geht, würde ich es gerne mal so ausprobieren. Aha, knifflig. Echt knifflig. Okay, er kann das nicht. Heißt, wir müssten da irgendwie rüber. Das bringt auch nichts. Oh, sind wir beide auf den Sohn gesprungen. Was passiert, wenn wir es ganz runter machen? So, ah, dann kommen wir da auch hoch. Ein von drei. Da kommen wir nicht hoch. Wo sind denn die anderen beiden? Okay, damit können wir das auch wieder aufmachen. Du hattest vorhin Unrecht. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprech nicht mehr davon. Was ist das denn? Einfach nur ein leerer Raum. Ist das eine Truhe? Das ist eine Truhe. So. Cool, wir haben eine Truhe gefunden. Zersplittertes Herz von Alfheim. Selten Zauber reduziert jeglichen Schadensangriff von Nuklealben um 12%. Okay, das können wir jetzt hier gut gebrauchen. Die sind auch eingesperrt. Was haben wir hier? So, jetzt sind die weg. Ich würde sagen, gehen wir hier mal nach oben. Was? Wieso? Nein. Hä? Der Zorn eines Vaters. Auch wenn er ein Gott ist. Jo, bin dabei. Bin dabei. Jetzt gibt's Ärger hier! Lauf, Junge! Oh, komm! Genau! Feigling!
Feigling! Was? Den wollte ich eigentlich. So. Danke. Schluss jetzt damit. Da kommen wir noch nicht lang. Da brauchen wir diesen komischen Bogen für. Wir haben das Licht ja noch nicht. Oh, wir können eine neue Fertigkeit. Für Schild. Ja, komm. Atreus braucht auch ein bisschen was. Okay, nicht immer nur uns. Das weiß ich schon. Also bleibt uns nur diese eine Tür. Da ist schon wieder so ein Kristall. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Können wir einfach nur hier lang gehen. Mehr davon. Wenn wir ihn wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Cool. Klar. Kaputt machen, um weiterzukommen, das mag ich ja. Klettern. Müsste der Junge doch so langsam mal selber hinkriegen. Zack. Zack. Ich würde sagen, der ist tot. Was? Jetzt auch noch sowas, oder was? Was muss ich machen? Ah, wenn er ein komisches Maul da öffnet. Alles klar. Das scheint seine Schwachstelle zu sein. Ja, komm. Komm. Öffne. Komm, öffne dich. Na komm, öffne dein doofes Maul da. Was auch immer das ist. Klingt. Das ist jetzt auch noch. So, den Steintypen, den haben wir.
So. Wie war das? Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Aber ich finde, er hat sich sehr gut geschlagen jetzt hier, ne? Sei mal nicht so hart zu dem kleinen Kerl. Also, da ist es. Halte Wache, Junge. Erstmal die Truhe. Das ist das Wichtigste. Was haben wir denn da? J-Sturm. Leichter Runenangriff. Im Menü anzeigen. Okay. Er macht mehr Schaden, aber den finde ich trotzdem besser. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, den finde ich besser. Oh. Du frierst dir zuerst ein. Oh, dann frieren wir es ein. Das sieht so eklig aus. Mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Ja, aber müssen wir hoffen. Tschüss. Ah, ist das schön. Die blaue Tür, wir sind da. Ich mag die Brücke nicht. Da kommen immer diese Viecher hoch. Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Ja, wer wird das schon? Die Tür. Da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Wo sollen wir denn lang? Mehr von diesen Glocken. In der Nähe muss eine Nordentruhe sein. Gefunden. Sehr knapp bemessen, oder? Wo ist denn das andere? Aha. Mann. Mann. Das gibt's doch nicht. Das ist die letzte, die wir schlagen müssen. So. Jetzt haben wir die Truhe auch auf. Meine Güte. Was haben wir? Ja. Sie haben 3 der 3 Hörner mit Blut mitgesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benötigen. Rage erhöht. Ja, so sieht das doch gut aus. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir lang müssen. Vielleicht die andere Seite? Schon
wieder der Zwerg. Sindri? Warum kommen die Zwerge immer alle halbe Stunde? Das ist echt faszinierend, weil die Folge ist schon wieder vorbei. Komm, wir quatschen noch eben mit dem Zwerg. Oh, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Okay. Du hast neue Rezepturen. Was spricht dich an? Foto-Rüstung der Vergessenen. Ah. Cool, dann können wir neue Kleider machen. Ja, wir müssen noch ein paar von diesen Vergessenen töten. So. Hüftrüstung. Wenn ich das sage. Hat sie nichts getan? Hat sie nichts getan? Verkaufen. Können wir den Stein. War da sonst noch was? War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Stellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frostbetrollen. Ungefähr. Okay. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte: Mathurin Semgengur Egin Wegen. Gengur Egin. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Sindri. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Hier lang. Okay, also da unten geht's dann weiter. Was haben wir hier? Hier, Junge. Oh. Noch eins. Hier ist eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Sie hatte Vision. Okay. Wollte Odin ihr Buch? 4 von 11. Oh, wieso gut. So. Ich würde sagen, trotzdem, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dorthin. Ciao. Haut rein.